Wir sind hier unten. Ich will mal hier unten gucken. Ah, also ist der umgekippte Baum oder was? Der umgekippte Baum bewegt sich kein Millimeter. Hass hofft aus dem gezackten Wunden in seinem Stamm. Ich freue mich nicht gerade darauf, das Ding morgen anheben zu müssen. Okay, das sind die Pferde von unserer Karawane, okay. Ansonsten ist hier oben, glaube ich, nichts mehr, wo ich irgendwie hingehen kann, oder? Ja. Dann kommt mal wieder hier runter. Lauf, Forrest, lauf! Geh mich hier noch irgendwo hin? Der Kunde des Spiels ist ein Pillars of Eternity, ein entscheidender Faktor. Öffne während deiner Reise durch östlichen Abschnitt die Gebietskarte, um festzustellen, welche Teil der Karte du bereits besucht hast und welches Gebiet noch erkunden kannst. Warum aber das hier leer ist. M? Ah, okay. Gebietskarte. Feldlager. Ja, hier geht's rum. Ah, hier ist eine Brücke. Wo geht's denn hier hin? Oh oh. Vertreiber oder Plünderer oder Banditen, wie man das auch nimmt, ist ein schlechtes Zeichen. SR9. Ein leichtes Kalben, sondern ein Beißengeruch verfolgen ist, aber ein dunkler, vergrößerter Blutfleck prangt auf einer einfachen Leinenkleidung. Nicht gut. Es sind überall Tote. Na geil. Kann ich mir nicht selber Wasser holen? Sharp eyes and keen ears. Also auch eine fallen gelassene Laterne. Wenn die Tab-Taste, um interaktive Gegenstände und die Umgebung zu markieren. Okay. Ich habe keine interaktiven Gegenstände gerade. Oh. Na herrlich. This is recent. Das ist not frisch, good. Nicht gut. Fußspuren des Lagerfeuers sind undeutlich, sie können schon mehr Tage alt sein oder älter. To whispers and shadows. So, hier kriegt man das Bier. Oh, Pilz. Dürrwurz gefunden. Lisa, das kann ich ja noch irgendwie weiterlaufen. Stay quiet. Hier ist nichts. Sieht zumindest nicht so aus, dass hier irgendwas ist. Ist auch nix. Irgendwelche Ruinen hier überall. Ruinen. Ich suche den komischen Busch. Ist der hier sein? Verbrannte Dame? Nee. Let's check by those outcroppings. Was? Das ist diese Felsen. Ein Wolf entdeckt. Hm?
So, Stufe 1, Nullkampf. What you need? Were they build on Sawu? Aus irgendeinem Grund. Kalista, Altersbeginn, Gesang 1 zu singen. Aktiviert konstante Erholung. Aus irgendeinem Grund sind mein Tutorial jetzt hier blind. Ah, jetzt. Pillars of Eternity verwendet für den Kampf ein pausierbares Echtzeitsystem, weil du oft mehrere Charaktere gleichzeitig kontrollieren musst, ist es ratsam, das Spiel zu pausieren, Befehle zu verteilen und dann das Spiel in Echtzeit fortzusetzen, um zu sehen, wie die Befehle ausgeführt werden. Das Optionsmenü enthält auch viele Möglichkeiten, das Spiel automatisch zu pausieren zu lassen und bestimmte Ereignisse eintreten, beispielsweise zu Beginn eines Kampfes. Alle Charaktere im Spiel, Freund wie Feind, haben vier primäre Verteidigung gegen Angriffe, Abwehr, Tapferkeit, Reflex und Wille. Diese Verteidigung basieren auf den Attributen des Charakters, seiner Stufe, seinen Gegenständen und anderen Effekten. Erfolgt ein Angriff, wird die Genauigkeit mit der jeweiligen Verteidigung verglichen. Wenn die Genauigkeit unter diesen entsprechenden Verteidigungen liegt, wird der Angriff mit einem Malus belegt und verfehlt mit höherer Wahrscheinlichkeit sein Ziel. Liegt die Genauigkeit über der entsprechenden Verteidigung, führt der Angriff mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem kritischen Treffer. Alle Angriffe, die Schaden verursachen, hier ist übrigens das, zwei Stechenschaden, alle Turas. Alle Angriffe, die Schaden verursachen, müssen die Schadenreduktion SR als Ziel überwinden. Die SR eines Feindes reduziert den erlittenen Schaden um die angegebene Menge bis zu einem Mindestprozentsatz. Wenn es dir nicht gelingt, einen Feind zu verletzen, versuche es mit anderen Waffen oder Angriffen, die eine andere Art von Schaden verursachen. Die meisten Feinde sind relativ immun gegen ein bis zwei Schadensarten und anfällig gegen ähnliche Anzahl an Schadensarten. Oh? Manchmal sind eine Waffe oder ein Zauber einfach nicht geeignet, um die Schadensfunktion des Feindes zu durchdringen. Wenn der Angriff ein Treffer ist, hebt die SR den gesamten theoretisch erlittenen Schaden auf. Also, hat junger Wurf unterbrochen. Kann ich sogar genau sehen, was da gewürfelt wurde. Wenn ein Angriff ein Treffer ist, hebt die SR den gesamten theoretisch erlittenen Schaden auf, bis ein kleiner Prozentsatz auf. Du hörst, wie der Charakter beschweren, wenn das passiert. Halt die Ohren offen, achte darauf, welche Schaden dann abgeblockt wurde und versuche es mit anderen Waffen oder einem anderen Zauber noch einmal. Were they build on Sawu? Indeed. Also. Ah, das ist der, den ich suche. Das war's. Wenn du Quests erhältst, wird dein Tagebuch mit den relevanten Informationen aktualisiert. Wenn du einmal nicht weiterkommst, öffne das Tagebuch, um deine Notizen zu lesen. Okay. Ich weiß, das ist eine gute Quelle, dass du eine Art Unruhestifter bist. Oder dass du zumindest in deinem alten Leben einer warst. Für einige war ich das. Ich kämpfte für eine Rebellion. Das könnte man so behaupten. Eine Zeit lang diente ich als Spion. Das ist der Grund, weshalb sie mich in den Kerker warfen. Ach ja? Und wie bist du dann hier gelandet? Ich habe meine Zeit abgesessen und wollte keine weitere Minute an diesem Ort erinnert werden. Ich kam frei, soweit ich weiß, suchen sie immer noch nach mir. Man ließ mich frei, ich sollte mich alle paar Tage melden, sonst würden sie mich wieder in die Zelle werfen. Das ist nur eine andere Art von Kerkerhaft. Ich kam frei, soweit du weißt, suchen sie immer noch nach mir. Naja, wir haben doch alle etwas, das wir gerne zurücklassen würden. Ich jedenfalls schon, bei den Göttern. Das kann ich dir sagen. Lass uns hoffen, dass sie uns niemals aufspüren werden. Kaliska nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal so war, aber gefallen hat es mir immer. Für Retrix Angebot, es bringt ein Mädchen zum Nachdenken. Das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Ah, ist ein Angebot, das mich so schwer entgehen lassen kann. Nein, ich bin auf der Durchreise. Ich hatte nicht viel darüber nachgedacht. Damit ist kein Schaden verbunden. Man könnte den Ort auch zuerst besuchen. Da du hergekommen bist, musst du einen anderen Plan im Sinn haben. Hoffentlich werde ich jemanden treffen und mich verlieben. Wahrscheinlich dieselben Dinge, die ich früher getan habe. Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach einem Abenteuer. In Schwierigkeiten zu geraten, das erwarte ich.
Ich werde einfach neue Freunde finden. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn man hier draußen überleben will, geht es weniger darum, was man weiß, sondern über wen. Egal, ich verschwende hier meine Zeit. Odema wird mich ganz schön zusammenstauchen. Lass uns aufbrechen. Warum bist du hier? Kaliska seufzt ungleichmäßig, ihre Augen suchen den Boden bei den Füßen ab. Vor einer Weile ist meine Schwester hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Aber so ist sie schließlich immer. Dieses Mal aber bat sie mich, sie aufzusuchen, und das hat mich etwas besorgt. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte in Xamitl zu tun. Und dennoch, ich würde alles für sie tun, weil sie... Nun, sie ist eine viel bessere Frau als ich. Deswegen bin ich jetzt hier und wir werden sehen. Ich habe schon früher mit Odema gearbeitet. Normalerweise führt er keine Karawanen auf dieser Route. Er tut es mir nur mir zuliebe. Erzähl mir etwas über dich selbst. Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich mag den freien Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen im Dürwald auf, meine Eltern aber zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Rauatai, ein anderer in Aedir. Meine Schwester in Goltar ist die einzige echte Stubenhockerin. Was kannst du mir über Dürwald sagen? Von Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass er einst zum Aedir-Reich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat er sich abgespalten. Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitiger Haufen. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden gewesen, aber in letzter Zeit kamen mir seltsame Dinge darüber zu Ohren. Die Leute haben wohl Probleme, Kinder zu gebären, und zwar viele Leute. Das geht jetzt schon seit Jahren so, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Mit einem unbehaglichen Zittern in der Stimme fügt sie hinzu, ich muss meine Schwester genauer darüber befragen. In Ordnung, dann lass uns mal zurückgehen. Ich an deiner Stelle würde mich nicht darauf verlassen, dass dir Sparfel irgendwann demnächst Wasser bringt. Er macht, was er will und wann er will. Wir sollten ihn zuerst aufsuchen, um ihn ein bisschen Vernunft einzubläuen. Der Strom ist gleich da unten, komm schon. Lass uns dein Wasser holen. Okay. Oh, schneller Mut aktiv. Nee, das will ich nicht. Wo war's denn? Hier. Da will ich hin. Lauft. Ich brauche hier schnellere Scrollgeschwindigkeit, muss ich ehrlich sagen. Mal kurz einstellen, Moment. Spiel. Einfach normal. Schwer. Steuerung. Fähigkeit, Grafik. Ton, Gesamtlautstärke. Scrollgeschwindigkeit. Bisschen besser. Na, warum hab ich denn hier was übersehen? What a surprise. Sparfle went hunting. Chaos am Fluchen und taust dein Wasserschlauch in das kühle Wasser, während Kalisha in der Nähe wartet und Wache hält. Als du aufschließt, bemerkst du, dass sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Aus den Bäumen trifft Sparfel hervor, einer der Späher. Im dämmerigen Mond ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet und sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dir zu, sondern schwer atmend und verkrampft taumelnd. Riske runzelt die Stirn. Sparfel, bist du in Ordnung? Sparfel bleibt mit der Fußspitze an einem Fels hängen, worauf er vornüber zusammenbricht. Zwischen seinen Schulterblättern ragt ein gefiederter Pfeilschaft wie eine feindliche Fahne heraus. Na, herrlich. Ambush. Hinterhalt. Na, bin direkt gesagt, eins. Nein. Hm? So. Ist nicht verarschen, ich muss auf den gehen. Hat nicht funktioniert mit dem Niederschlagen. Kann ich doch hier, das. Nice. Los geht's, Jungs. Auf ihn mit Gebrüll. Oh.
Fett. Das ist krass. Das ist echt krass. Hab ich noch einen Bogen? Ich leg plus 2. Mhm. Warum hab ich den eigentlich jetzt erhandelt? Und Geld. Hm? Also einen kritischen Treffer gelandet. Ein kritischer Treffer ist besser als ein Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kritischen Treffer landest, ist höher, wenn deine Genauigkeit des Angriffs über der Verteidigung des Ziels liegt. Die Angriffe, die Schaden anrichten, richten höheren Schaden an, wenn sie als kritischer Treffer landen. Angriffe, die Statuseffekte oder Wirkung auslösen, haben eine längere Dauer, wenn sie als kritische Treffer landen. Leichte Treffer sind schwächer als Treffer. Der Schaden ist niedriger. Effekte und Wirkungen halten weniger an. Lang an. Ich glaube, die. Oh. Silence surrounds me. Hm? Were they build on Sawood? Hm? Hm? Yes. Croat 10. Hmm? Yes. Mehr geschlachtet. Wenn ihr beiden, du und du, nicht auf den wirken könnt, dann wirkt auf den bitte. Nein, nein, nein. Da. Oh. Kann ich die nochmal machen? Kann ich nochmal eine neue beschwören? Was nochmal? Mehr? Nee, okay, dann gehen die anderen wieder weg. Yay! Flip. Schön, ja, geil aus, optisch so. Ach du Schande. Sind hier alles dabei? I. So, du kriegst hier mal das. 9 bis 13. 13 bis 19. Ja. Schwache Variante. So. Der kriegt auch mal das beste Schild. Und wir kämpfen eher damit. 10 bis 15. 10 bis 15, er kriegt plus 2 jeweils. Tschüss. Sharp eyes and keen ears. Tja, da habe ich wohl einen Kumpel angeschrieben, weil der war mitten in der Nacht online. Hat mich etwas verwundert. Kapatanischer Jäger. Oh, wird voll. Jetzt bin ich entdeckt worden. Nee, jetzt bin ich nicht mehr entdeckt worden. Huhuhu. What you need?
Levatanische Anführer, über dich herum liegen die massakrierten Überreste der Anreisenden verstreut. Ausgestreckt mit aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie gespickt mit Pfeilen und Messerstichen auf dem blutgetränkten Boden. Kalisha führt den Handrücken über ihre linke Hand zum Mund, als ob sie Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wollte. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfe steigen, ihre Äxte aus den Körpern reißen, als ob sie ein zweigespaltener Holzklötze wären. Sie bereiten sich darauf vor, euch dem ausgedehnten Haufen unter ihren Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang, kräftig und mit einem stattlich verknoteten Bart ausgestattet, hält einem Mann, den du als Heodan erkennst, den letzten Überlebenden deiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Glanfatanischer Anführer, leg deine Waffen nieder, Eindringling, verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Warum hat sie es getan? Okay, das ist ziemlich offensichtlich. Unsere Hände haben die Ruine nicht besudelt. Männer von Herr Glanfer. Wir sind keine Eindringlinge, wir möchten dieses Gebiet durchqueren. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber ich hatte überhaupt nichts damit zu tun. Mörder für jedes Leben werdet ihr büßen. Ihr werdet eh versuchen, uns alle zu töten. Warum sollten wir es euch nicht leicht machen? Unsere Hände haben die Ruinen nicht besudelt, Männer von Eglanfar. Deine Worte machen keinen Eindruck auf mich, da ich die Wahrheiten mit deinen eigenen Augen gesehen habe. Diese Störung muss mit Blut abgegolten werden. Also ich sage noch einmal, leg deine Waffe nieder. Wir tragen hieran keine Schuld. Willst du einfach nicht zur Vernunft kommen? Sicher, du kannst ihn umbringen, aber dann besiegst du nur deinen eigenen Tod. Der Tierzahnkette, um deinen Hals nachzuschließen, seid ihr Anhänger Galavains. Würdet ihr aufhören, die Ruinen zu beschützen, wenn Galavain es euch befehlen würde? Nun gut, lasst ihn gehen. Wenn ich meine Waffe ablege, sind wir alle tot. Das würde mich interessieren. Der Mann rußt die Stirn und tut so, als würde er mit seiner Axt ausziehen. Heodan zuckt zusammen, allein der Schlag bleibt aus. Stattdessen geht der Mann interessiert seinen Kopf zur Seite. Natürlich, aber das würde er nicht, wenn wir kämpfen im Auftrag aller Götter. Woher weißt du das? Weil es sich mit ihren Überzeugungen deckt oder weil es das ist, was man dir sagt? Der Mann starrt sich von ihr an. Mein Volk hat das schon immer Ich verstehe. Und welches von Galavains Edikten besagt, dass Schwäche und Alter durch Jugend und Stärke ersetzt werden muss? Meinst du wirklich, dass Galavain es befürworten würde, dass ein paar modrige, zerbröselte Steine die Zeit überdauern, nachdem ihre Erbauer längst zu Staub zerfallen sind? Die Nasenflügel des Mannes blähen sich auf, als er zu schimpfen beginnt. Das würde er nie... Das hätte er uns gesagt! Das hat er bestimmt, nur dir persönlich nicht. Aber warum sollte ich das davon abhalten, Unschuldige umzubringen? Der Mann ist so abgelenkt, dass er den Griff um seine Axt lockert und sie fast fallen lässt, was Heodan den einen Augenblick verschafft, sich von dem zu spät kommenden Schlag wegzuducken. Vor Wut auf und stimmt der Mann stattdessen auf dich zu. Na, herrlich. Oh? Den? Hm? Da. Den niederschlagen. Hm? Und... den mal blenden, das ist eine gute Variante. What you need? Wieso? Willst du mich verarschen? Geh mal hier rüber. How can I help? Yes. Ich bin verarscht, du musst ihn angreifen. Oh? How can I help? What you need? How can I help? Hm? Croat! Hey! How can I help? Hm? So, der soll den angreifen und der soll ein bisschen laufen, damit er nicht so oft getroffen wird. Der hat schon genug Leben verloren. Ja, genau, kämpft gegen die, das ist eine gute Idee. Moment mal. Aber du musst jetzt auch nicht unbedingt dagegen kämpfen. Sehr gut. Das Aufstehen nicht mehr fähig, liegt dein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchen, unbeständigen Atemzügen. Er schaut dich nicht an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Angesichts seiner Erstickung seufzt kaum hörbar, wirbelt ein flüsternder Windstoß die Luft auf, um die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit.
Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wobei er explosiv und mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob es dich von innen zerreißen würde. Inmitten des heulenden Marschen bewegt sich Odema, der mit Schnittwunden über Brust und Bauch sitzend an einem Wagenrand lehnt, mit kaum geöffneten Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Get inside! Run! Schnell, schnell, renn! So, ich glaube, wir sind jetzt da recht oben in die Ruinen gelaufen, sollte es heißen. Du stemmst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wechselt und krallst dich in den Furchen eines verwitterten Felsen fest. Dann beginnst du dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deinen Arm versagen, schwingst du dich mit einem letzten Energieschub über den Felsvorsprung. Heodon ist aufgrund seiner Verletzung und seines anfänglichen Zögerns zurückgefallen. Als er sich der Felswand nähert, stützt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgeschaut hat, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Heodan versucht, seinen erschöpften Angriff abzuschütteln und schlägt nach ihm, kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sie sind ganz in der Nähe. Von deiner Position aus könntest du dein Ziel mit großer Wahrscheinlichkeit treffen. Auf den Angriff feuern. Habe ich einen Fernkampfwaffe? Haha, auf den Angriff feuern. Du ziehst genau und dein Treffer befreit Heodan. Heodan kommt turkend auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihn eine Windböe Seite und reißt eine seiner Hände los. Aber indem du dich auf den kalten Fels hechtest, bekommst du ihn zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwindender Stärke an. Und du hast das Gefühl, es würden dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen. Sie halten gerade lang genug, dass Heo dann wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erbebenden Felsvorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst die in den Felsen, tief unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob sie das Mark aus deinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windschuss bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Turbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. Ja, super, jetzt sind wir in irgendeinem Berg gefangen. Yay! Was war das? Was war das? A Biwik. Had to be. Heodans Worte wechseln sich mit keuchenden Atemzügen ab. Ein Björvik muss es das gewesen sein. Dann haben wir Glück, dass wir noch am Leben sind. Und wir sind die Einzigen. Hier können wir nicht bleiben. Es könnte noch einen Einsturz geben. In diese Richtung werden wir eh keinen Weg hinausfinden. Lass uns weiter ins Innere gehen. Hier speichern wir nochmal. Speichern. Annehmen.